Osterland TV nimmt euch heute mit an den nördlichen Rand des Teufelsmoors. Genauer gesagt an den Osterhammerkanal bei Gnarrenburg. In früherer Zeit haben hier die Torfschiffer ihre Torfladung auf beschwerlichem Weg zum Verkauf nach Bremen befördert. Heute an diesem strahlenden Sommersonntag veranstalten Findorfs Erben ihre traditionelle Klappstauregatta. Und wir werden miterleben, wie die Mannschaften mit ihren Booten nicht nur die Staustufen überwinden müssen, sondern auch auf ihrem Weg zum Ziel im Moorhafen an der Kreuzkuhle noch weitere knifflige Aufgaben zu lösen haben. Was es mit dem Osterhammerkanal und insbesondere mit der heutigen Regatta auf sich hat, wird uns Richard Henning jetzt genau erzählen. Ja, das ist eigentlich recht einfach gesagt. Osterhammerkanal deshalb, weil wir heute den Tag der Industriekultur am Wasser haben, haben wir diesen Tag auch zum Anlass genommen, unsere fünfte Klappstauregatta hier durchzuführen, die wir mit Findorfs Erben und im Verbund mit unserer Gaststätte hier machen. Dieses Mal gucke ich mir das mal von außen an. Letztes Jahr war ich selber mit dabei und das Jahr davor auch. Und letztes Jahr saßen Sie selber im Boot, oder? Ja. Und wie war das? Auf jeden Fall lustig. Also ich hatte meinen Spaß definitiv. Also ich bin auch halt oft auch im Kanal gewesen. Und ja, also es ist halt einfach der Spaßfaktor, der da als erste Stelle steht. Heute war von unseren Teilnehmern gefordert Kraft und Ausdauer. Es ging also hauptsächlich um Zeit, diese vier Abschnitte hier zu absolvieren. Einmal die 5 Kilometer Strecke auf dem Kanal, recht anstrengend, auch die Klappstauer runter. Eins mussten wir allerdings ausziehen, weil es zu gefährlich wurde. Aber der zweite Teil, in den trockenen Teil hier am Land, musste auch eine Menge gemacht werden. Hier haben wir einmal das Team Moorhuhn. Wie ist es euch so ergangen? Also auf jeden Fall war es sehr spannend. Wir hatten leichte Startschwierigkeiten. Wir waren eigentlich ziemlich schnell gestartet. Sehr schnell sogar, ja. Und hatten dann aber das Problem, als wir das Kanu schleppen sollten, dass das Seil abgegangen ist. Das heißt, wir mussten das Kanu nochmal neu nachgreifen und halt weiterlaufen. Aber als wir dann im Wasser waren, ohne Zwischenfall, waren wir sehr stolz und sind halt recht schnell auch losgekommen. Wir hatten auch relativ großen Abstand zu den Hinterleuten, also wir waren immer sehr auf der sicheren Seite, dass hinter uns keiner zum Überholen kommt. Das hat sehr viel Mut gemacht und viel Power gegeben. Genau.